Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Master Builders. Mal, hallo, kann die Kamera fokussieren? Hallo, dankeschön. Mit Revinzeit, hallo. Hey Kinder, ich bin Revinzeit, man kennt mich aus Film und Rundfunk. Wir bauen jetzt ein Pokémon und da ich leider gerade überhaupt kein Pokémon vor Augen habe, weil ich auch Pokémon aus dem Kopf nicht bauen kann, google ich jetzt einfach mal Bisaknosp. Ja. Weil, das ist mein Lieblings-Pokémon. Ich weiß nur nicht, Bisaknosp. Bisaknosp. Das Problem ist, ich kann ihn nicht aus dem Kopf bauen und ich kann ihn jetzt nur so ungefähr so ein bisschen bauen. Ja, was fällt dir denn gerade so als Pokémon ein oder willst du es mir nicht sagen? Glumanda. Willst du einen Glumanda bauen? Ja, ich liebe Glumanda. Kriegst du das hin? Ja, ich versuch's, ne? Hoffen wir, dass du es hinkriegen tust. Bin gespannt, ob ich es schaffen werde. Musste mir gerade nochmal anschauen, wie Glumanda aussieht, aber ich denke, es ist ein bisschen schwieriger als ein normales Pokémon. Aber vielleicht kann mir das auch zum Sieg verhelfen, verstehen Sie es? Ah ja, das kann sein. Es könnte tatsächlich sein, dass die Leute sagen, oh, der junge Mann, er baut einen Glumanda, der hat sich Gedanken gemacht, verstehen Sie? Der hat sich dann darüber Gedanken gemacht, der braucht ein Wow Everything is Awesome. Der kriegt ein Wow Everything is Amazing. Amazing? Amazing. Wow Everything is Amazing. Ja, das Ding ist, wir haben gerade eben schon eine Folge aufgenommen, war ja, auch eigentlich ganz witzig. Habe ich die kaputt gemacht. Ja, kann man leider nichts machen. Aber, ja, sowas, aber jetzt machen wir einfach noch eine, weil wir euch lieb haben. Sowas kommt vor im Leben, oder? Es ist immer eine Sache, die passieren kann, aber auch passieren tut. Hey, das verstehe ich jetzt immer. Nicht. War das ein Spruch von Gandhi oder? Ich sag mal immer, Frieden ist derjenige, der Frieden in sich ruht. Das war von Gandhi, oder? Nein, von Gandhi ist, Pepsi schmeckt besser als Coca-Cola. Mahatma Gandhi. Ja, das ist aber gelogen. Das stimmt, aber Gandhi hat immer recht. Was soll ich sagen? Ja, okay, Gandhi, du hast recht. Pepsi ist wirklich besser als Cola. Ich Was will kriegst mich du jetzt für das Product Placement, du Fotze? Erzähl mal. 7 Euro. Scheiß YouTuber-Wichser, hä? Genauso viel, dass ich davon meine ganze Miete für immer zahlen kann, damit ich ganz viele Abos hier abgreife. Sagen alle immer. Echt? Ja, nein. Sagen alle, dass du deshalb ins Rothauspilz gezogen bist. Genau, das sagen alle. Er ist ins Rothauspilz. Alle sagen gezogen, so, ja, boah, der ist ins Rothauspilz gezogen, boah. Ins Rothauspilz, wer kennt's nicht? Nee, also, ich glaube, bis jetzt sind alle doch ganz cool damit, oder? Und jetzt alle so, nein, Wichser, Arsch, Wichser. Nein, Hurensohn, fick deine Mutter, du Wichser. Ja, ist ja, ich will dir wieder dein Video sehen. Schwanz, lecker, Wichser, Schwanz. Ja, so sagen genau, das hätten die gesagt. Oder deine Zuschauer hätten das vielleicht auch so gesagt. Nein, meine Zuschauer sind liebe Menschen. Die sagen sowas nicht, die sind ganz nett, oder? Die sind super. Obwohl, das Ding ist, also deine Zuschauer sind ja auch teils irgendwie so ein bisschen meine. So ein bisschen. Also, wir haben teils weiter die gleichen Zuschauer. Ich glaube schon, oder? Lass mal einen Daumen hoch da, wenn guck dir Revinzeit und Rotpilz. Das müssen wir jetzt herausfinden, Freunde. Ich glaube, das ist mit Abstand das hässlichste Bisaknosp, was je gebaut wurde. Bisaspast. Das ist, ja genau, es wird ein Bisaspast. Wohl eher. Nice. Weil ich auch irgendwie immer mit Wolle baue, anstatt mit Clay. Und Clay sieht eigentlich auch viel cooler aus, bei allem. Deshalb baue ich immer mit Clay, Digi. Ja, weil irgendwie alles, was du halt auch mit Clay baust, das sieht halt irgendwie alles auch so ein bisschen cleaner und geiler aus. Ich weiß nicht, warum ich halt deswegen immer mit Wolle baue, aber naja, ich habe jetzt schon angefangen. Jetzt muss ich, oh Gott, das wird so hässlich, Leute. Ach du Kacke, ey. Das ist doch kein Bisaknosp. Könnte auch ein Bisaknomp sein. Es könnte auch ein Bisa-Missgeburt sein. Oder ein Bisa-Flosp. Oder ein Bisa-Dumm. Weil ohne Witz, was ich hier gerade fabriziere, holy Jesus. Heiliger Jesus. Nobody likes to see that. Dann brauche ich noch ein paar Blätters. Ain't nobody got interest in that. Blätter. Dann einmal noch viel mehr Blätter. Und dann noch viel mehr Blätter. Die ich gleich auf jeden Fall noch ein bisschen dicker machen muss, weil sonst sieht das gleich aus, als hätte ich hier so Down-Syndrom-Blätter hingemacht. So, da, wunderschön. Dann hier noch so ein bisschen, so. Dann, ich hoffe, das kann man später erkennen, aber ich glaube, dass man das allein am Gesicht niemals erkennen werden sollte, dass das Bisaknosp ist. Weil es einfach im Face null danach aussieht. Aber Bisaknorf. Oder Bisa-Dumm. Oder Bisa-Fick. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ah, ich glaube, das wird hart, Freunde. Oh, wenn die Leute das erkennen, ey, dann, boah, dann bin ich echt happy. Wenn man das irgendwie erkennen kann. Naja, meins ist ziemlich hässlich geworden. Finished? Ah, es ist irgendwie eine Missetting geworden. Also die Augen sind einfach scheiße geworden, sondern der Rest geht voll klar. Aber ich bin nicht zufrieden unbedingt, also keine Ahnung. Oh Gott, ich weiß, ich habe
Oh Gott, es sieht so scheiße aus. Oh, du Kacke. Oh Gott. Hey, das ist voll gut. Oh, aber das sieht man, dass das Bisa Knosp ist? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Mega geil. Bisa Knosp. Ich meine, das Face ist halt einfach enthässlich, aber es ist mega gut geworden. Aber Face ist wirklich mega. Oh, das ist auch gut. Ui. Da gebe ich auch mal ein Amazing für. Oh, that's pretty cool. I like to take an Amazing. I like to give you an Amazing, I mean. Das ist doch Galapagor, ne? Boah, weiß ich gar nicht. Ich bin so mega raus aus Pokémon irgendwie. Pokémon, deshalb gibt's gar nicht Galapagor. Habe ich jetzt Patent drauf. Galapagos. Oh, guck mal. Hitlachu. Hitlachu. Das sieht aus wie so eine Mischung aus einem Streifenhörnchen und Pikachu. Ich gebe mal ein It's okay, weil es irgendwie auch schon aussagt, was es sein soll, aber man es halt eben nicht so wunderschön erkennen kann. Same hier. Jimma. Oh. Ja, cool. Pokéball, it's okay, ne? Ich gebe mal ein Meh. Echt? Ja, ich gebe mal ein Meh, weil ich finde, ich weiß nicht. Leute. Ja, Meh, Es sieht aus wie ein Scheißhaufen. Es ist halt wirklich irgendwie nicht so außergewöhnlich, ne? Es sind die hässlichsten Pokémon, die ich halt auch ein Pixelart, ne? Leben gesehen habe. Ja, ihr Pixelart sind sowieso immer mal, eben direkt bei mir. Zack, direkt. Zack, weg, never come back, Alter. Mann, Girl, 17.06. Ah ja, okay. Ja, Dildtachu, Alter, mit einem Pikachu und Dildo auf dem Kopf. Geil. Das sieht irgendwie aus wie so ein Teletubby, so ein kleines bisschen. Es ist nämlich aus dem Teletubby und Pikachu und... Ich gebe mal ein Meh, weil, oh fuck, ich konnte gar nichts abgeben. Weil ich fände es irgendwie mehr lustig als, okay, what the fuck. Minecraft Bad Wars und My Eyes Are Bleeding. Ja, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, was soll das? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was manche Leute teilweise dabei denken, Alter, verstehe ich absolut nicht. Pokémon, die bauen einfach Bad Wars, so, hä? Verstehe ich nicht. Ey, ich habe jetzt gedacht, ich sehe hier ein paar coole Pokémon. Jetzt sehe ich hier so ein... Das ist wohin genau? Ultra hässlich, Alter. Wohin genau? Wohin genau? Nee, ich würde sagen, meh. Eindeutig. Wen fandst du vom Team Rocket am geilsten? Den Mann oder die Frau? Boah, gute Frage eigentlich. Ich glaube, ich fand die beide einfach immer so nervig, Jumanda, dass ich keinen von denen gemacht habe. Das deins. Ich finde es echt cool. Ich gebe einem Amazing. Ich habe dem behinderte Augen gemacht, guck mal. Er hat die verrückten Augen. Der ist einfach auf Pepper. He got crazy eyes. Boah, Junge, ey, das sieht schon echt cool aus. Ja gut. Bad Pokéball. Nope. Ja, sorry, but I don't like it. Also ich gebe einfach mal mehr, weil der Pokéball ist ja ganz cool, aber es ist an sich irgendwie ein bisschen wenig und ein bisschen einfallslos. Elfix, das war scheiße. Elfix, es tut mir leid, aber... Ich kann dir leider kein Amazing oder sonst was geben. Jetzt bin ich gespannt. Mit nach Hause gewinnen. Was? Und? Den Sieg. Und wir sind yeah! Nice. In der Statistik führe ich immer noch. Ja, aber so an sich, jetzt habe ich eigentlich heute gewonnen und ich habe den Sieg nach Hause geholt. Das heißt, ich bin der Allerbeste. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Wertung da. Und wenn ihr mehr mit Revinzeit sehen wollt, dann lasst erst recht eine positive Wertung da. Und wenn ihr zwei Augen habt. Wenn ihr zwei Augen habt, dann lasst 10.000 Likes da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Guckt bei Revi vorbei, der ist ganz oben in der Beschreibung.